Dortmunder SV Rödinghausen hat für die Zweipunktrunde im DFB-Pokal das große Los gezogen. Der Viertligist empfängt Ende Oktober den deutschen Rekordmeister und Pokalsieger Bayern München. Das ergab die Auslosung am Sonntag im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Sprintstar Gina Lückenkämper, 21, loste die Begegnungen aus. Ziehungsleiter war der DFB-Vizepräsident Peter Friemuth. Unfassbar, so schließt sich der Kreis. Wir sind überglücklich und haben das Bestmögliche losbekommen, sagte sich Rödinghausen-Trainer Enrico Maaßen hocherfreut in der ARD. Maaßen hatte in der vergangenen Saison den SV Drochtersen-Assel in den DFB-Pokal geführt. Der Regionalligist scheiterte in der 1-Runde nur knapp an den Bayern. 0 zu 1. Vizemeister Schalke 04 tritt bei Bundesliga-Absteiger 1 FC Köln an. Das ist ein schweres Los. Eine richtige Hausnummer, sagte FC-Trainer Markus Anfang. Revierrivale Borussia Dortmund kämpft gegen Union Berlin um den Einzug in das Achtelfinale. Borussia Mönchengladbach trifft im Bundesliga-Derby auf Bayer Leverkusen, RB Leipzig spielt gegen TSG Hoffenheim. Weitere Bundesliga-Duelle sind Hannover 96 gegen den VfL Wolfsburg und FC Augsburg gegen den FSV Mainz 05. Der SSV Ulm 1846 empfängt Bundesliga-Aufsteiger Fortuna Düsseldorf. Der Viertligist hatte in der ersten Runde Titelverteidiger Eintracht Frankfurt 2:1 ausgeschaltet. Der einzige verbliebene Fünftligist BSG Chemie Leipzig hofft gegen Zweitliga-Aufsteiger SC Paderborn auf eine Sensation. Die Begegnungen der zweiten Runde werden Ende Oktober ausgetragen. Am 30. und 31. Oktober finden jeweils vier Spiele um 18:30 Uhr und vier Partien um 20:45 Uhr statt. Das Finale wird am 25. Mai 2019 in Berlin stattfinden.